Herzlich willkommen zu unserem Wettbasisformat. Wusstet ihr das? Auch heute haben wir wieder drei interessante Fakten zusammengesucht für den dritten Spieltag in der Champions League Gruppenphase. Wie ihr bestimmt wisst, einige Mannschaften stehen schon unter Druck, andere Mannschaften haben aber sogar schon die Möglichkeit, mit anderthalb Beinen in die nächste Runde einzuziehen. Deswegen spannende Voraussetzungen, interessante Konstellationen und natürlich wieder ganz, ganz viele Stars, auf die wir uns am Dienstag oder am Mittwochabend freuen dürfen. Übrigens, wenn euch das Ganze interessiert und ihr wissen wollt, was ich für jedes einzelne Spiel tippe, dann schaut einfach mal in unsere Videos rein. Für Dienstag und für Mittwoch haben wir zwei unterschiedliche Videos erstellt. Einfach mal reinschauen und natürlich gerne Abo dalassen. Wir starten auch gleich mit unserem ersten Fakt und der lautet: Wusstet ihr, dass Schachtjor Donetsk überhaupt erst die fünfte Mannschaft in der Europapokalhistorie werden kann, die in der Champions League zwei Auswärtsspiele bei Real Madrid gewinnt? Ja, ich hätte es auch nicht gedacht, aber in der Saison 2020-2021 hat Donetsk bei Real Madrid gewonnen. Damals übrigens im Alfredo Di Stefano-Stadion, nicht im Bernabeu. Das wurde wegen Umbaumaßnahmen gesperrt zu diesem Zeitpunkt. Aber sie könnten die fünfte Mannschaft werden, denen das gelingt. Hier auch wieder meine Preisfrage an euch. Wer waren denn die bisherigen vier Mannschaften, die mindestens zweimal in der Champions League bei Real Madrid gewinnen konnten? Haut es einfach mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Übrigens, wer darauf wetten möchte, dass Donetsk die Riesenüberraschung schafft und in Madrid drei Punkte holt, der findet aktuell eine Quote von 17,0. Unser zweiter Fakt für den kommenden Spieltag lautet: Wusstet ihr, dass Kylian Mbappé mit einem weiteren Tor für PSG der alleinige Rekordhalter in Sachen Toren bei seinem Verein werden kann? Ja, trotz seines jungen Alters hat Mbappé schon sehr, sehr viele Tore geschossen. Klar, er hat profitiert natürlich auch davon, dass er extrem gute Mitspieler hat, aber die hatten natürlich andere auch schon. Deswegen umso bemerkenswerter, dass Mbappé schon derart viele Tore erzielt hat. Meine Frage an euch: Wer ist denn momentan mit ihm gleich auf in der Bilanz der meisten Tore und wie viele Tore hat derjenige geschossen? Dennoch muss man sagen, trifft Mbappé, und es wird nur eine Frage der Zeit sein, trifft er schon jetzt gegen Benfica Lissabon, dann liegt dafür die Quote bei 2,20. Und wir kommen auch schon zu unserem letzten Fakt für den nächsten Spieltag in der Champions League und der lautet: Wusstet ihr, dass Oliver Glasner, der Trainer der Frankfurter Eintracht, überhaupt der erste österreichische Coach werden kann, der zwei aufeinanderfolgende Champions League-Spiele gewinnt? Ja, ich war auch ein bisschen überrascht. Es hat tatsächlich noch kein Trainer aus Österreich geschafft. Aber Glasner steht jetzt kurz davor. Denn Glasner hat mit Frankfurt gegen Marseille gewonnen und Glasner will mit Frankfurt jetzt auch gegen Tottenham zu Hause gewinnen. Übrigens auch jemand verweist darauf, wer meinen Tipp wissen möchte zum Spiel Frankfurt gegen Tottenham, der schaut einfach mal ins Video rein. Lasst gerne ein Abo da. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wer darauf wetten möchte, dass Frankfurt tatsächlich den Sieg gegen Tottenham einfährt, der findet eine Quote von 3,60. Und abschließend noch die Preisfrage zu diesem Fakt, denn die lautet: Wer war der letzte Coach aus Österreich, der ein Champions-League-Spiel gewinnen konnte? Wann war das, mit welcher Mannschaft und gegen wen? Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Haut es in die Kommentare rein. Und dann wünsche ich euch natürlich am Dienstag und am Mittwochabend viel Spaß, viel Erfolg und einen entspannten oder zwei entspannte Champions-League-Abende.